B2.1. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild der Pyramide ABCDS mit der Höhe AS, deren Grundfläche das Drahtwerk ABCD mit dem Diagonalschnittpunkt M ist. Es gilt AC sind 9, AM 3, BD 8 und A ist 10 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1 zeichnen Sie das Schrägbild der Pyramide ABCDS, wobei die Strecke AC auf der Schrägbildachse und der Punkt A links von Punkt C liegen soll. Für die Zeichnung gilt Streckfaktor Q ist gleich 1/2 und Verzerrwinkel Omega ist 45 Grad. Links vom Punkt A sind 5 cm frei zu halten. Und zweitens berechnen Sie sodann die Länge der Strecke MS und das Maß Phi des Winkels SMA. Und die Ergebnisse sind auch angegeben. Also hier eine große Aufgabe zum Zeichnen bzw. noch ein bisschen was rechnen. Wichtige Sachen markieren. Wir haben hier die Angaben, wie diese Pyramide gezeichnet werden soll. Wir sollen auf zwei Stellen nach dem Komma runden, wenn es was zum Rechnen gibt. Und wichtig noch, links vom Punkt A sind 5 cm frei zu halten. Was wissen wir noch? Wir wissen, es ist eine Pyramide mit der Höhe AS. Die Grundfläche ist ein Drachenviereck ABCD. Diagonalen Schnittpunkt ist M. Und zusätzlich AC liegt auf der Schrägbildachse. So, das sind alle wichtigen Informationen, die wir bisher zum Zeichnen brauchen. Ja, der Rest können wir hier aus dem Schaubild entnehmen, da steckt ja auch schon viel Information drin. So, fangen wir mal an mit Zeichnen. Es gilt immer mit der Seite anfangen oder mit der Strecke anfangen, die auf der Schrägbildachse liegt. Deswegen habe ich jetzt hier AC auch markiert, weil diese Strecke ist eben original lang, sie wird nicht verzerrt und nicht irgendwie anders dargestellt, sondern die kann man eigentlich sehr schön zeichnen. Also wir beginnen mit AC auf der Schrägbildachse mit einer Länge von 9 cm und Achtung, links vom Punkt A sind 5 cm frei zu halten. Da wechsle ich mal wieder rüber ins andere Programm. So, wir beginnen also, das ist unser Punkt A. Jetzt brauchen wir die Strecke AC, die ist 9 cm lang. Also ist hier Punkt C zu finden. So, was können wir noch alles anzeichnen? Wir wissen ja, AM sind 3 cm. Also die Entfernung von A zum Mittelpunkt M können wir auch hier gleich abmessen. Einfach bei A anlegen und dann 3 cm abmessen. Dann kriegt man hier den Punkt M raus. So, jetzt wissen wir, der Verzerrwinkel Omega sind 45 Grad. Das heißt, wenn wir jetzt einen Drachen zeichnen würden, ich mache es jetzt einfach mal exemplarisch rein, ja, wäre die Diagonale ja so senkrecht drauf in der Grundfläche. Verzerrwinkel heißt, dass im Prinzip alle 45 Grad Winkel, hier der wird der 90 Grad Winkel, dieser 90 Grad Winkel hier, der wird zu einem 45 Grad Winkel verzerrt. So, wie machen wir das? Geodreieck nehmen und mit dem Geodreieck jetzt hier im Prinzip einen 45 Grad Winkel einzeichnen. Ja, also auf dieser Strecke hier, auf diesem Schenkel, liegt irgendwo der Punkt D. Genauso geht es natürlich nach unten weg. Wenn ich hier nach unten noch die Strecke zeichne, da muss hier irgendwo der Punkt B drauf liegen. Lass ich es mal weg. So, wo liegen sie? Wir wissen ja zusätzlich, die Strecke BD ist 8 cm. Aber da die auf dieser verzerrten Linie hier drauf liegt, gilt, dass dieser Streckfaktor Q noch mit reinspielt. Also einfach diesen Streckfaktor mit der Streckenlänge multiplizieren. Und dann kriegen wir die Länge unserer Strecke BD in der Zeichnung. Ja, im Original ist sie natürlich immer noch 8 cm lang, aber in unserer Zeichnung ist dann nur halb so groß, das heißt von M aus 2 cm nach oben bzw. nach unten. Das kann man auch ganz schön mit einem Kreis anzeigen. Mache ich den mal noch gestrichelt. Ja, also dann kriege ich jetzt automatisch die Schnittpunkte raus, die 2 cm vom Punkt M entfernt liegen. Und da müssten unsere Punkte B und D liegen. Also hier haben wir den Punkt B, da hinten war der Punkt C. Und dann liegt hier mein Punkt D. Dann kann ich schon mal anfangen zu verbinden. Ja, so genau wie möglich. Erstmal A, B und C und D verbinden. Jawohl, dann haben wir die Grundfläche.
Hier kann man auch noch eine schönere Strecke einzeichnen. Ja. So, jetzt brauchen wir noch die letzte, nämlich die Höhe, die Strecke AS. Die ist jetzt nicht ganz so wild, weil die geht einfach senkrecht nach oben. Da steht ja irgendwo drin, die Höhe AS. Und es gilt immer eine Höhe, das liegt senkrecht zur Grundfläche. Also liegt hier im Prinzip der rechte Winkel drin. Können wir das Geodreieck nehmen, rechtwinklig nach oben zeichnen. Und AS waren 10 cm. Also ist da oben der Punkt S zu finden. So, der heißt S. Kann man den hier auch noch schnell einzeichnen. Das war der Punkt M. Okay, und jetzt natürlich noch die Punkte mit der Spitze verbinden. Von S aus zu jedem Eckpunkt, zu C, zu D und zu B. Und wenn man möchte, kann man jetzt natürlich noch die Seiten, die nicht sichtbar sind, also die hinterm Körper liegen, noch gestrichelt zeichnen. Dann fördert es ein bisschen die Übersicht. Ja, hier dauert es jetzt am Programm zu lang, deswegen passt es jetzt so, aber gleich wenn ihr es zeichnet, könnt ihr das Prinzip machen, dann sieht es etwas schöner aus. So, das war die Zeichnung. Ja, also einfach standardmäßig vorgehen. So, was fehlt jetzt noch? Die Strecke MS und das Maß Phi des Winkels SMA. Machen wir jetzt die Strecke MS. Dafür benutze ich jetzt hier oben eine Skizze, um die auszurechnen. Muss ich die noch anzeichnen? Zeichne Schrägbild. Nö, steht jetzt nicht drin, aber ich zeichne jetzt einfach mal die Hilfslinie ein. Da, das Ding soll berechnet werden, nehme ich vielleicht eine andere Farbe. Das ist eigentlich immer mein, was ist gegeben. So, die soll man noch berechnen. Strecke MS. So, man geht immer wie folgt vor. Man schaut nach, in welchem Dreieck liegt diese Strecke. Man sieht das Dreieck AMS, da liegt es drin. Dieses Dreieck ist rechtwinklig und wir kennen die Strecke AS mit 10 cm und wir kennen die Strecke AM mit 3 cm. Rechtwinkliges Dreieck funktioniert Sinus, Kosinus, Tangens und Pythagoras. Schauen wir nach, was haben wir gegeben. Zwei Seiten sind gegeben, eine dritte Seite ist gesucht. Das schreit eigentlich förmlich nach dem Pythagoras. MS lässt sich also berechnen aus die lange Seite zum Quadrat, also die längste, das ist MS, die Hypotenuse liegt gegenüber vom rechten Winkel. MS zum Quadrat ist gleich kürze Seite zum Quadrat plus kürze Seite zum Quadrat. Einsetzen, was man gegeben hat. M, vielleicht ein bisschen schöner schreiben und auch nach oben fahren. MS Quadrat ist gleich AM waren 3 Quadrat und AS hatten wir mit 10, also 10 Quadrat. So, das kann man jetzt schon in den Solver eingeben. Oder wer keinen Solver zur Verfügung hat, der muss noch einmal die Wurzel ziehen. Also MS ist gleich Wurzel aus 3 Quadrat plus 10 Quadrat. Das kann jetzt wieder jeder normale Taschenrechner ausrechnen. Und dann bekommen wir die Länge von 10,44 cm. So wie es jetzt auch hier im Ergebnis drin steht. So, zweites nochmal, braucht noch den Winkel Phi. Ja, Winkel SMA. Der SMA ist der da. Ja, von S über M nach A. Ja, liegt im gleichen Dreieck drin, AMS, mit dem Unterschied, wir kennen jetzt alle drei Seiten. Es funktioniert wieder Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras, wo der Pythagoras fällt raus, weil da ist kein Winkel mit drin. Also Sinus, Cosinus und Tangens. Und hier wäre es eigentlich egal, was man ansetzt, weil wir könnten ja alle drei Seiten. Also wir kennen die Hypotenuse, wir kennen die Ankathete und wir kennen die Gegenkathete. Ja, vielleicht noch eine andere Farbe nehmen, einzeichnen. So, der Winkel da. Ich nehme jetzt den Tangens, hat eigentlich nur folgenden Hintergrund, weil wenn das der Winkel ist, ist Gegenkathete und Ankathete bekannt und das sind schöne Zahlen, nämlich 3 und 10. Können auch Sinus nehmen, dann kommt halt noch die 10,44 rein. Dann kann es unter Umständen Abweichungen in der Maßzahl geben. Also kommt vielleicht was knapp neben 73,30 raus, aber es würde auch funktionieren und gelten. Also Winkel SMA lässt sich berechnen aus dem Tangens von SMA. Ist gleich in der Formel dann nur nachschlagen, Gegenkathete durch Ankathete. Schauen wir uns nochmal schnell in die Zeichnung rein. Da ist der Winkel, gegenkathetisch, also die AS.
gegen Kathete durch. An Kathete. Bekannte Größen einsetzen. Den SMA wollen wir ja berechnen, der bleibt also. AS waren 10 und AM waren 3. Entweder solvern oder noch einmal umformen mit Tangens hoch minus 1. Also Winkel SMA ist gleich Tan hoch minus 1 von 10 durch 3. Und das sind jetzt unsere gesuchten 73,30 Grad. Genauso wie es hier oben bei 4 angegeben ist. Und damit ist die Aufgabe erledigt.